Hallo zusammen und damit heiße ich euch auch diese Woche wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von uns. Letzte Woche zeigte ich euch die Bleichertwerke, eine Industrieruine, wie man sie heute kaum noch irgendwo findet. Das Video hatte darüber hinaus natürlich sehr viel Inhalt, sehr viel Geschichte, deswegen lege ich es euch ganz nah ans Herz. Schaut dort auf jeden Fall mal rein, ich verlinke euch das Ganze jetzt hier oben rechts. Nun, in dieser Woche geht es um eine ehemalige Kaserne und deren Geschichte. Es wird also wieder sehr interessant, sehr geschichtsreich, aber das erfahrt ihr von mir alles gleich. Deswegen kommt nun am besten mit auf Tour. Den Rest erzähle ich euch wie immer gleich im Video. Und sollten euch verlassene Orte hier im Osten Deutschlands grundsätzlich interessieren, dann schaut doch dazu am besten mal auf unseren Kanal. Hier findet ihr jede Woche Mittwoch eine neue Folge zu diesem Thema. Abonnieren lohnt sich also auf jeden Fall. Und jetzt würde ich sagen, Schluss mit dem Gequatsche und rein ins Video. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch die König-Albert-Kaserne, wobei sich der Name noch einmal ändern wird, aber dazu später mehr. Beginnend mit dem 17. Jahrhundert waren hier immer wieder diverse Truppenteile als Garnison stationiert, allerdings war das weit bevor diese Anlage überhaupt in irgendeiner Form in Erscheinung trat. Erst mit dem Deutschen Kaiserreich änderten sich die Interessen, vor allem auch die der Stadtverwaltung, weswegen die Stadt wieder eine militärische Bedeutung zuzuführen ist bzw. war. Also zog 1887 unter Major Lothar von Hausen das 3. Königlich-Sächsische Jägerbataillon Nummer 15 als Teil der Schwarzen Brigade in die Stadt ein. Die Schwarzen Brigaden übrigens eine faschistisch-paramilitärische Einheit. Knapp zwei Jahre später, nach dem Abriss eines Bahnhofes, wurde nun die hier gezeigte Anlage errichtet. Zur Anlage zählten natürlich die Kaserne mit einer Exerzierhalle, Wohnungen für Offiziere, aber auch für Unteroffiziere, eine Wache und auch eine üppige Kleiderkammer. Am 22. Dezember 1889 wurde die Anlage vollends bezogen, nach dem damaligen König Albert benannt und in Betrieb genommen. Am 19. Juni 1902 starb König Albert krankheitsbedingt mit 74 Jahren. Da er kinderlos regierte, folgte schließlich sein Bruder Georg auf den sächsischen Thron, weswegen die Kaserne nun fortan seinen Namen trug. Mit dem Ersten Weltkrieg wurden auch die hier stationierten Soldaten an die Westfront beordert. Im Vorfeld gab es allerdings noch einen Wechsel, wodurch das Jägerbataillon durch das königlich-sächsische 14. Infanterieregiment 179 ersetzt wurde. Bis zum Kriegsende verblieb das Regiment im Kampf in Belgien und Frankreich. Nach dem verlorenen Krieg 1918 wurde das Regiment inklusive Kasernen nach den Auflagen des Versailler Vertrages entmilitarisiert und entsprechend aufgelöst. In dieser Zeit wurde die Anlage als umfangreiche pädagogische Einrichtung genutzt. Man spricht hier von Kindergärten, Kindertageseinrichtungen, eventuell auch von einem Kinderheim, das war nicht so ganz rauszulesen, aber auf jeden Fall auch von einer Kinderkleiderkammer. Erst mit der Machtergreifung Adolf Hitlers 1933 wurden Teile der Kaserne wieder paramilitärisch durch die Hitlerjugend und auch durch die Polizei genutzt. Später stationierte man hier sogar getarnte Einheiten der Dresdner Luftwaffe als sogenannte Fahrabteilung. Noch vor der endgültigen Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945 fiel die Kaserne kampflos und menschenleer am 24. April in amerikanische Hände. In diesen Tagen nutzte man die Räumlichkeiten zur Unterbringung Kriegsgefangener und für Fremdarbeiter, bis die Amerikaner schließlich am 5. Mai 1945 Richtung Mulde abrückten und das Areal an die sowjetische Armee übergaben. Die Sowjets sollten hier nun eine Weile bleiben und bezogen sämtliche Teile der Kaserne, die stadtweit verteilt waren. Jegliche zivile Nutzung wurde untersagt, dazu zählte auch das Wohnen. Jeder, der also eine Wohnung besaß oder mietete, hatte nach Bekanntmachung etwa 2 Stunden Zeit, diese zu räumen oder zurückzulassen. In den über 40 Jahren Besatzung wurden hier Raketen- und Panzereinheiten der Roten Armee untergebracht, aus- und fortgebildet. 2 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands war dann 1992 Schluss, zumindest mit der militärischen Nutzung, und das für immer. Die Kaserne ging nun wieder an den deutschen Staat zurück.
1996 wurden einige Teile abgerissen. Die hier gezeigten Teile stehen heute alle unter Denkmalschutz und wurden zum größten Teil rekultiviert und auch saniert. Es entstand ein Wohnpark und auch ein üppiger Stadtpark am Rande der Stadt. Leider ist bis heute noch immer nicht alles saniert. Ob hier das Geld fehlte oder, wie ich las, eine Zahlungsunfähigkeit schuld ist, kann ich nicht abschließend sagen. Aber vielleicht wisst ihr ja dazu ein bisschen mehr. Viel zu sehen gab es dennoch nicht, bis auf das eine Gebäude, was im Inneren wirklich sehr interessant war. Aber ich denke, das Video spricht hier für sich. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Ich verabschiede mich natürlich wie immer mit einigen vielen Bildern, die wir hier schießen konnten. Denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren, wenn ihr Bock habt auf weitere Folgen dieser Art. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch. Bis dann, macht's gut und ciao.